Moin, liebe Top-Familie und liebe The Voice of Germany-Fans da draußen. Herzlich willkommen hier zum letzten Video der diesjährigen Staffel. Wir blicken nochmal auf die 12. Staffel zurück. Ich sitze jetzt nicht in Hemd, ich sitze hier in normaler Kleidung. Und ja, sprechen über die letzte Staffel. Im Finale habe ich mir, oder auch zwischendurch, habe ich mir mal so Stichpunkte aufgeschrieben, was mich so ein bisschen stört. Oder was neu war. Von daher, auf diese Punkte würde ich gerne eingehen. Jetzt nicht irgendwie mit Bildmaterial, sondern wirklich einfach nur nochmal so als Resümee. Wie war die 12. Staffel? Wie gut war die 12. Staffel? Ja. Fangen wir erstmal so an. Tatsächlich von allen 12 Staffeln, die es je gab, war das tatsächlich meine unbeliebteste Staffel. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Das hat aber mehrere Gründe, muss ich auch zugeben. Und nicht nur so einfach, ja, irgendwie wegen Talenten oder so, oder weil mich Sachen aufgeregt haben. Nein. Also es ist eher so wirklich dieses Große und Ganze. Natürlich fange ich erstmal mit dem Punkt an, was mich am meisten gestört hat. Also in der 12. Staffel jetzt war halt eben ein Kandidat dabei, nämlich Basti Schmidt, der sogar bis ins Finale gekommen ist, eben in Team Stefanie. Und wenn man nach ihm googelt und man sich auch so mit den Kandidaten beschäftigt, findet man halt eben heraus, dass er vor 2 Jahren eine Show namens Famemaker gewonnen hat. So, da war er auch schon so, sage ich mal, so gekleidet und meinte auch schon damals zu dem Zeitpunkt, Mensch, ich stehe jetzt hier auf so einer Bühne, und jetzt in der Staffel meinte er, Mensch, ich stand noch nie auf so einer Bühne. Und irgendwie ist das ja toll, so diese Nachricht und so zu vermitteln. Das war für mich zu übertrieben. Das war für mich zu viel Fake. Und was mich am meisten eher daran stört, ist nicht, dass er sich irgendwie nicht beworben hat oder welche sich irgendwie auf seinen Namen dafür beworben haben. Vielmehr, dass ProSieben oder, sag ich mal, der Sender ProSieben, Sat.1, die Group, zulässt, dass ein Sieger einer anderen Castingshow in einer Castingshow mitmachen darf. Da könnte ja genauso gut nochmal, sage ich mal, ein Alexander Klaas einfach nochmal bei DSDS mitmachen. Gut, ich glaube, im Alter funktioniert es nicht. Oder von mir aus, ja, Luca Henny oder keine Ahnung wer, Vincent Weiss. Und die würden dann vielleicht sogar gewinnen. So, das ist für mich nicht der Sinn und das Prinzip einer Castingshow. Man hört ja von vielen, so von wegen, ich stehe das erste Mal auf so einer großen Bühne, und man ist natürlich auch sehr aufgeregt und nervös. Und wenn dann da einer ist, der nicht nur irgendwie Erfahrung hat, Erfahrung kann man ja haben, weil wir hatten ja auch tolle Talente oder tolle Menschen jetzt in der 12. Staffel, die mich sehr beeindruckt haben, einfach mit ihrer Stimme, muss ich zugeben. Und auch schon eben eine gewisse Erfahrung haben. Aber Erfahrung, finde ich, ist jetzt nicht so schlimm. Im Gegensatz zu, wenn man schon in einer Castingshow war, weiß, wie das ganze Prozedere abläuft, du gewonnen hast. Das sind für mich Negativfaktoren. Das sind für mich Faktoren, die mir halt eben als Zuschauer nicht zusagen. Und das war halt eben so der größte Kritikpunkt für mich, weswegen ich die Staffel nicht ernst genommen habe und ich es deswegen auch fake fand. Ja, das ist so Punkt Nummer 1. Gehen wir jetzt mal chronologisch weiter von Beginn bis Ende, so gesehen, der Staffel, und reden, finde ich, somit über die größte Veränderung, nämlich die Sing-Offs. Die Frage ist, waren die Sing-Offs fair oder nicht fair? Die Sing-Offs waren die letzten Jahre eigentlich immer anders gestaltet. Jedes Team hat 10 Talente, 9 aus den Battles plus eines als Steel Deal. Und diese 10 Talente haben nacheinander gesungen. Die ersten drei kamen auf einen Stuhl, die sogenannten Hot Seats. Letztes Jahr war es natürlich so ein bisschen anders. Da war ja das nicht so, sondern da waren ja die Sing-Offs Live-Shows. Deswegen nehmen wir jetzt mal
die letzte Staffel klammern wir mal so ein bisschen aus. Und da muss ich zugeben, aber wenn ich jetzt auf die letzte Staffel eingehe, fand ich das irgendwie cool gelöst, weil jeder Zuschauer entscheiden konnte über die App, mittlerweile ja die Join-Me-App, welche Talente bei ihm auf dem Stuhl sitzen. Und dann wurde halt eben ausgerechnet prozentual, ob dieses Talent dann im Halbfinale ist. Und im Halbfinale kann dann eben noch mal ein Talent weiter. Ich glaube, so war das ja, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich gehe noch mal hier kurz auf die 11. Staffel, aber jedenfalls, so war das halt eben letztes Jahr. Staffel 11. Wollte ja alles im Detail haben. War dann schon sofort bei Staffel 12. Battles Sing of Live-Shows. Genau, Viertelfinale war ja dann hier so Phase 4, Phase 3, Phase 2. Achso, das ist die Comeback-Stage. Die Sing-Offs. Haben die nicht in den Sing-Offs auch irgendwie alle live gesungen? Oder irre ich mich da? Ja, doch, genau. Wurde live im Fernsehen übertragen. In einer früheren Staffeln war sie aufgezeichnet. Sie fand in zwei Veranstaltungen statt. Genau. Ich kann hier ganz kurz. Jeder der 27 verbliebenen Teilnehmer trug ein Lied vor. Zwei Kandidaten jeder Coaching-Gruppe wurden per Televoting weitergewählt. Anschließend suchte der Coach einen dritten Teilnehmer seiner Gruppe für die Viertelfinalshows aus. Genau. Zwei von den Zuschauern, einer von den vom Coach selbst. Die drei kamen dann ins Viertelfinale. Das war dann auch eine Live-Show. Da hat jeder gesungen und da wurde abgestimmt. Und die beiden mit der höchsten Prozentanzahl kam weiter und das gleich nochmal im Halbfinale und dann steht eben ein Talent im Finale. War cool, hat sich aber, finde ich, trotzdem hingezogen. Muss man zugeben. Und jetzt dieses Jahr, muss ich zugeben, finde ich das Prinzip noch schlechter als das vom letzten Jahr, weil, wie gesagt, man hatte drei Gruppen. Die haben nicht nacheinander gesungen, wie ich am Anfang gesagt habe, wie sonst das Prozedere war. Nein. Drei Gruppen. Einmal vier, zweimal drei. Alle 10 Kandidaten. So. Und das Ding ist, dass da zwei, drei in einer Gruppe sein können, die gut sind, die sich in den Battles schon bewährt haben und wo man so eine Tendenz hat, das Talent könnte es bis ins Halbfinale schaffen. Wenn aber dann halt eben so zwei, drei in einer Gruppe sind, die gut sind, kann aber nur einer weiterkommen. Und aus einer anderen Gruppe, wo theoretisch so alle im, ich sag mal theoretisch im Durchschnitt sind und keiner sich richtig verbessert hat, muss sich trotzdem ja der Coach für jemanden entscheiden. Das hat mir nicht so gut gefallen, muss ich zugeben. Also, ich hätte entweder das Prozedere wie letztes Jahr wieder. Das heißt halt eben, dass die Sing-Offs auch eine Live-Show sind und man selbst abstimmen darf, welche beiden für die Zuschauer auf den Stühlen sitzen und der dritte wird dann vom Coach gewählt. Oder alle 10 singen bitte nacheinander. Das fand ich halt so ein bisschen, ja, schade, muss ich zugeben. Also, der neue Modus bei den Singers hat mir irgendwie nicht zugesagt, hat mir nicht gefallen. Da hätte ich gerne so einen anderen Modus wieder, aber ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Wie hat euch jetzt dieses Prinzip von den Sing-Offs gefallen oder eben nicht im Gegensatz zu den letzten Staffeln? Ja, und dann kommen wir nur noch zum Finale. Abgesehen von den Werbungen und von der künstlichen Ziehung, also das muss man ja schon sagen, ich finde, die Show hat sich sehr gezogen. Die Show hat sich sehr gezogen. Da machen die Coaches irgendwie mit Sachen Musik. Dann wird da geredet, da geredet und da geredet. Dann gab es da einen Auftritt, da einen Auftritt. Dann gab es eine Werbung, ein Auftritt, Werbung, ein Auftritt, Werbung. Also das war für mich tatsächlich schlimmer als The Masked Singer vor den Werbungen. Und das muss ich ganz klar sagen. Und das fand ich nicht schön. Also das hat sich sehr lang hingezogen. Das Finale ging für mich locker eine Dreiviertelstunde länger, als wie es hätte sein müssen.
Ja, aber der größte Kritikpunkt ist für mich nicht, dass Callum Scott mit den Talenten einen Song aufnimmt, vielmehr, dass keiner einen eigenen Song hat. Das ist der Punkt. In allen Staffeln, und ich erinnere mich an keine Staffel, wo es nicht so war, hat jedes Talent seinen eigenen Song gehabt und diesen performt. Gerade wenn ich mich jetzt zum Beispiel an letztes Jahr erinnere, hier im Finale, also hier Sebastian Krenz, der gewonnen hat, What They Call Life hat er mit Johannes Oerding gesungen, Gugu Zulu hat mit Nico Santos When It Goes Down gesungen, Katharina Michalewski hat mit Sarah Connor Girl in a Big Shirt, Linda Elsner mit Elephant How to Fall in Love, tatsächlich sogar mein Lieblingslied, muss ich zugeben, von den Siegersongs mit dem von Sebastian Krenz. Und Florian und Charline Galant haben mit Marc gesungen Above and Beyond. Jedes Talent hatte einen eigenen Song. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass das jetzt in diesem Jahr irgendwie nicht war. Also, ihr könnt mir nicht sagen, dass die Coaches nicht rein theoretisch die Zeit und die Arbeit gehabt hätten, mit dem Talent einen Song zu schreiben. Finde ich sehr schade, wirklich finde ich sehr schade, weil das zeigt ja auch nochmal, oder sagt ja auch nochmal was über den Künstler aus. Und da hätte ich dann gerne auch nochmal so, ja, ein Kreation gehört. Finde ich schade. Ja, so viel also zur 12. Staffel, meine Lieben. Ich will das jetzt ja auch nicht irgendwie künstlich hier auch in die Länge ziehen. Von daher, schreibt doch sehr gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare hin. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln The Voice ihr schon geguckt habt. Ich bin seit Staffel 1 dabei, aber nicht seit Show 1, muss ich zugeben. Ich glaube, seit Show 3 der ersten Staffel, glaube ich. Jedenfalls, ja. Wie ist eure Meinung? Wie hat euch jetzt die 12. Staffel in diesem Jahr gefallen? Ich freue mich immer noch, muss ich zugeben, dass Annie auf jeden Fall gewonnen hat. Von daher, das freut mich auf jeden Fall sehr. Grüße gehen raus. Und auch natürlich an alle ehemaligen, sag ich mal, Teilnehmer aus diesem Jahr von The Voice of Germany. Ihr alle seid gefühlt Gewinner, muss man ja zugeben, weil man muss es ja auch erstmal bis dahin schaffen. Von daher, habt ihr alle in dem Sinne für euch auf jeden Fall was gewonnen. Meine Lieben, wie hat euch das Video gefallen? Zeigt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Ansonsten würde ich mich auch sehr über Kommentare freuen. Und eure Meinung zu den ganzen Themen hören. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Später kommt noch ein Video. Genau, später kommt noch ein Video für euch. Und dann bleibt mir an dieser Stelle noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie und liebe The Voice of Germany-Fans da draußen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.